willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pure Arc. Wie ihr seht, habe ich es geschafft, mir noch ein Weibchen zu managen, 108 im Level, und bin gerade dabei, sie zu füttern. Das war gerade hier das erste Füttern. Und jetzt muss ich halt, wie bei dem Männchen auch schon immer, dafür sorgen, dass wir genügend Primi dran bekommen. Eigentlich das gleiche Spiel wie vorher. Immer ein bisschen aufpassen, dass nicht irgendwas zu nahe kommt und vielleicht aggressiv wird oder so. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Thorny Dragons ist. Wenn die da einfach nur dran vorbeigehen, werden die dann aggressiv oder müssen die schon angegriffen werden? Also bei mir weiß ich, es reicht, wenn ich nah genug dran bin, da werden die schon aggressiv. Aber ja, bei einem betäubten Tier bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. So, der Argentavis hatte nichts, ist schon der zweite, der nichts hatte. Sehr, sehr traurig. Und ja, wie gesagt, das gleiche Spiel wie vorher. Wenn ich sie habe, dann melde ich mich auf jeden Fall wieder. Ich werde die dann nach Hause bringen und dann erstmal verpaaren. Ich hoffe, dass sie bessere Werte hat als er. Theoretisch ja, denn sie hat ja ein höheres Level. Also die Chance, dass sie besser ist, ist natürlich höher. Muss aber natürlich auch nicht so sein. Und ja, ich melde mich da auf jeden Fall wieder. Was es noch an Neuigkeiten gibt, ist, dass... Ah ja. Inzwischen... der Phönix auf Scorched Earth eingepflegt wurde, den sieht man natürlich nur bei diesem Event, ja, mit der Superhitze. Sonst werden wir den nicht zu Gesicht bekommen. Ich werde natürlich nochmal ein Let's Tame machen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich so ein bisschen in Verzug bin, hier mit meinen anderen Folgen. Und ja, den wollen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Also wenn hier Superheat ist, dann werde ich auf jeden Fall rumfliegen und mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie einen finde, einen sehen kann. Das wäre natürlich echt toll. Ich weiß gar nicht, geben die hier eigentlich auch Prime? Werden wir ja gleich sehen. Also wenn ja, dann hatte der hier jedenfalls keins. So, der war mir nämlich einfach zu nah. Gut, dann kümmere ich mich erstmal hier um unser kleines Katzenweibchen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich glaube, wir haben die Katze, oder? Jawohl. Na, dann komm mal bloß schnell weg hier, denn die ist gerade eben, ich wollte gerade zum letzten Stück Prime Meat. Und da ist spawnt direkt neben der Katze New Tyrannos. Gibt's nicht, oder? So, schnell Sättelchen drauf, ein bisschen Panzerung und dann reite ich den auch mal ganz schnell nach Hause. Und dann wollen wir die mal verpaaren. Und da bin ich mit der Katze auch schon wieder zu Hause angekommen. Sie hat auch schon mal ein Level up. Wir können uns das ja gleich mal angucken, was sie denn überhaupt so für Werte hat. Jupp. Ah, ach so, ja, die folgt immer noch dem. Halt, das ist doch Quatsch. Mir sollst du doch folgen. So. Okay, ich wollte eigentlich in dieser Folge Morellatops zähmen, aber leider haben die Geier bis jetzt erst ein einziges Ei gelegt. Schade, schade, obwohl ich zwei Weibchen habe. Was hat sie denn? 1250 Leben. Das sieht ja schon mal besser aus als bei ihm. 327 Nahkampfschaden ist, glaube ich, ganz ähnlich wie bei ihm. Ja, Ausdauer scheint mir auch ähnlich zu sein. Also dafür, dass sie jetzt natürlich im Level auch ein bisschen höher ist, hat sich jetzt hier nicht so wahnsinnig viel getan. Gehen wir das auch erstmal auf Speed. Sehr schön. So, dann wollen wir die beiden mal miteinander verkuppeln. Ich werde die allerdings vorher nochmal benennen. So, den nennen wir Diego. Da fehlt doch was. So. Und sie nenne ich... Bist du das? Ja, doch, ne? Option, Namen ändern. Feline. Okay. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn hier ein kleines Katzenbaby purzelt. Die Paarung ist geglückt, aber guckt euch mal die Jaboas an. Die schnüffeln. Ist das nicht etwa die Superhitze? Das ist natürlich jetzt total ungünstig, wenn wir uns um das Katzenbaby kümmern müssen. Das kann nicht wahr sein. Oder? Wenn die so in der Luft schnüffeln? Also wenn die so knurren, dieses Grrrr, dann gibt es diesen Gewittersturm. Wenn die am Boden scharren, meine ich, dass es den Sandsturm gibt, dann kann das hier ja eigentlich nur die Hitzewelle sein. Oh, na, köstlich. Ja, wie gesagt, die Paarung ist geglückt. Gucken wir uns das mal kurz an. Die braucht noch 24 Minuten. Ich glaube, eine Hitzewelle, die gehen 5 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Müssten 5 Minuten gehen. Das würde natürlich heißen, dass wenn... Ich glaube, es dauert 2-3 Minuten, bis das einsetzt. Und dann müsste es 5 Minuten gehen.
Das heißt, wir hätten ja ein bisschen Zeit, um rumzufliegen und zu gucken. Wir werden den jetzt natürlich nicht zähmen können, weil den Phönix, ja, man zähmt den mit Feuer. Ihr müsst ihn verbrennen. Das könnt ihr natürlich mit Feuerpfeilen machen. Das ist allerdings wohl sehr mühselig. Das könnt ihr mit dem Flammenwerfer machen. Das geht wohl ziemlich gut. Und das könnt ihr natürlich auch mit dem Feuerdrachen machen. Aber ihr dürft mit nichts anderem außer mit Feuer auf den Schaden machen, denn der hat unglaublich wenig Leben und geht ganz, ganz schnell flöten. Also der geht ganz, der stirbt ganz schnell. Und wow, so viele Agentavis-Krallen. Der beweist, ich habe sie wirklich getötet. Ja, ich habe mir hier nicht irgendwie was hergespawnt. Was haben wir denn hier noch? Mein Gott, der ist schon wieder so unfassbar voll. Ich werde mal hier so ein paar Sachen rausnehmen und mal in den Futtertrog tun. Wahrscheinlich gibt es jetzt gleich wieder einen Ruckel. Es gibt allerdings eine ganz gute Methode, wohl den zu zähmen. Und zwar ist das, wenn ihr den erstmal gefunden habt. Und ich glaube, das Schwierigste an der Sache, weil der ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Also wenn ihr ihn erstmal gefunden habt, den Phönix, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr einen Feuerdrachen oder so habt, direkt gleich versuchen, den irgendwie zu verbrennen und so mit zu zähmen. Wenn ihr aber keinen Feuerdrachen habt, sondern nur einen Flammenwerfer oder so, dann müsst ihr den... Was ist jetzt los? Dann müsst ihr den einfach beobachten. Und sobald die Hitzewelle zu Ende ist, zerfällt er zu Staub. Und unter ihm am Boden, ja, der fliegt relativ weit oben, aber unter ihm am Boden entsteht für ganz kurzen... Ah, es regnet. Finde ich auch viel besser. Ich finde sowieso, Schnüffeln klingt... Also die riechen den Regen. Da entsteht so ein ganz kleiner Aschehaufen unter ihm. Direkt unter ihm. Ein kleiner Aschehaufen. Und genau an dieser Stelle, wo dieser Aschehaufen ist, da spawnt der beim nächsten Mal wieder. Das heißt, wenn ihr einfach an dieser Stelle einen Käfig baut, ja, also vielleicht nicht unmittelbar auf der Stelle die Foundations setzen, aber so drumherum und den dann so 4-5 Einheiten hoch macht und ein Dach drauf macht, bei der nächsten Hitzewelle spawnt er exakt an dieser Stelle wieder und dann habt ihr ihn direkt eingesperrt. Und dann könnt ihr mit dem Flammenwerfer bearbeiten und dann habt ihr ihn. Das soll wohl mit die simpelste Methode sein, den zu bekommen. Und ich finde, das klingt auch ziemlich gut. Also es klingt sehr, sehr logisch. Ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert. Ich habe es halt nur bei anderen gesehen, dass sie das so machen. Es haben gleich 2, 3 Leute auf einmal so vorgestellt und gesagt, ja, so ist es total einfach. Wie gesagt, wenn man einen guten Feuerdrachen hat... Ah, da haben wir den Freeze. Wenn man einen guten Feuerdrachen hat, dann geht das ja sicherlich auch so. Aber ja, also warum soll man sich die Mühe machen, ne? Das, also ich finde, das ist eine ziemlich gute Variante. Eine sehr gute Idee. Und ich glaube, so werde ich das auch machen. Also sollten wir natürlich vorher einen Feuerdrachen haben, was ich beim besten Willen nicht glaube, dann können wir das natürlich auch mit dem Feuerdrachen versuchen. Und entweder es klappt oder es klappt eben nicht in der Zeit. Und dann muss man sich eben merken, wo der Aschehaufen zu Boden geht. Und da muss man dann halt den Käfig drumherum bauen. Deswegen habe ich jetzt nämlich auch in meinem Inventar hier Foundations, um zumindest so ganz grob zu markieren, wo das war. Und ja, dann muss man halt das schaffen, innerhalb der nächsten Hitzewelle seinen Käfig da aufzubauen und sich dann, sobald es wieder heiß wird, mit einem Flammenwerfer oder einem Drachen oder Feuerpfeilen, was aber wohl sehr lange dauern soll, dahin auf den Weg machen und den dann eben verbrennen. Ein weiteres Mitglied unserer kleinen Wüstenfamilie gesellt sich gleich dazu in 20 Sekunden. Ich habe hier in der Mutti noch ein bisschen Fleisch drin, das ist es schon mal nicht. Das nehme ich mir jetzt mal raus, so. Und dann wollen wir noch mal gucken, was wir gleich für ein entzücktes kleines Kätzchen bekommen. Dann lass mal sehen, was du da hast. Ja, ich hoffe natürlich, dass es, wie gesagt, die guten Werte bekommt. Wobei ich glaube, dass die jetzt alle nicht so mega hammermäßig waren. Auf jeden Fall hatte schon mal die schöne Farbe vom Vater. Aber die dunkleren Streifen von der Mutter, das finde ich auch schon mal nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall schon mal das bessere Leben, das ist gut. Und es scheint auch die bessere Ausdauer, weil das ist nicht die Ausdauer der Mutter, sie ist aber höher als die von der Mutter. Sauerstoff waren bei beiden gleich. Er hat auf jeden Fall mehr, der hat die gute Nahrung, hat sogar ein kleines bisschen mehr Nahrung als die Mutter, die bessere Nahrung von beiden hatte. Was haben wir hier? 330 Nahkampfschaden, ist auf jeden Fall auch besser als die Mutter und die hat auch da den höheren Wert. Bewegungsgeschwindigkeit scheint wieder bei allen gleich zu sein. Sehr gut. Wir haben hier keine Mutation. Wir haben ein kleines Mädchen. Geben wir der mal was zu essen. Oh, wow. Nee, das ist nicht für dich gedacht. Kann jetzt schon so viel tragen. Das ist ja schön. Ja, das geht flux. Also ich habe hier, ich glaube, hier habe ich das gar nicht hochgestellt. Also das ist jetzt diese Singleplay-Einstellung.
Dann wollen wir dir mal gleich sagen, dass du nicht wandern sollst. Und dann komm mal ein Stück mit hierher. Ach, winzig. Das kleine Kätzchen. Die schweben immer alle. Ist komisch. Keiner von denen läuft so richtig auf dem Boden. So, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Wollen wir dich mal von allen Seiten angucken. Ja, hübsch ist er. Oder, ne, es sind sogar die Streifen vom Vater. Oder haben die beiden das gleiche Dunkel? Na, auf jeden Fall ist es die schönere von beiden Färbungen. Die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, dann wollen wir mal gucken. In einer halben Stunde wird er zum ersten Mal imprintet werden. Was das dann ist, ich kann natürlich nur hoffen, dass der jetzt hier nicht irgendwie haufenweise Kibbel haben will. Das werden wir dann eben nämlich nicht schaffen. Ach, diese riesigen Zähne bei dem kleinen Vieh. Das ist echt etwas übertrieben. Aber niedlich. So, kleiner Screenshot. Ja, da guckst du. Dann wollen wir dir mal Futter ins Inventar packen. Okay, ich würde mal sagen, das nächste Wetterereignis steht an. Das könnte natürlich auch die Hitzewelle sein. Also schnüffeln ist Wasser, knurren ist Blitzgewitter, im Boden scharren ist, glaube ich, Wüstensturm. Und dann ist das hier die Hitzewelle oder das hier ist der Sandsturm und im Boden wühlen ist die Hitzewelle, weil sie sich zum Beispiel vor der Hitze vergraben wollen. Meine kleinen Wetterfrösche hier. So, ich bin jetzt, während wir hier auf unser kleines Kätzchen aufpassen, dabei, die Außenmauer ein bisschen höher zu machen. Das reicht mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich da habe. Das ist mir noch zu niedrig. Ich habe die jetzt insgesamt 2 Einheiten hoch, aber es muss natürlich ein bisschen mehr werden. So, wie sieht's hier aus, Katze? Wann willst du gekümmert werden? Okay, 17 Minuten, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja, insgesamt habe ich jetzt 2 Eier. Oder ist das da noch eins? Nee, ne? Nee, ist immer so schwer zu sagen unter den Federn. Nee, das ist schon kein Ei. Dann hole ich jetzt noch ein bisschen Kaktussepp von hier oben. Jetzt werden wir ja gleich sehen. Ich glaube, es ist der Wüstensturm. Das am Boden scharen wird die Hitzewelle sein. Gehen wir mal kurz hier hoch. Das Blöde an dem Wüstensturm ist, der klaut einem ja die gesamte Ausdauer, die man hat. Muss er also gut aufpassen. So, es ist zwar verdammt heiß, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass jetzt eine Hitzewelle kommt. Nee. So, schön hier. Kaktussepp. Glücklicherweise wachsen die Kakteen ja hier überall. Ich glaube, von dem kriegt man auch welches. Ja. Nicht so viel wie von den anderen. Aber immerhin. Katze? Da. Katze hier, Katze da. Ich habe die Kleine jetzt mal Kali genannt, nach der hinduistischen Todesgöttin. Allerdings auch die Göttin für Liebe. Merkwürdige Kombination, aber ja. So ist das bei den Indern. Auch wenn unsere Katze jetzt hier keine 6 Arme hat oder 8 oder wie viele das sind. Und keine Kette aus Totenschädeln um den Hals trägt. Aber ich hoffe doch, dass sie ihren Feinden genauso den Tod bringt, wie das die gute Göttin Kali gemacht hat. Okay, ihr seht, also es ist immer noch eine gute Viertelstunde. Dann wollen wir mal gleich sehen, was unsere Jabors hier uns prophezeit haben. Müsste ja jetzt jeden Augenblick losgehen. Na? Die sind schon niedlich. Ah ja. Okay. Sandsturm. Zum Glück sind wir ja hier drin in Sicherheit. Wenn ihr draußen bleibt, dann geht euch rapide die Ausdauer runter. Und ihr füllt eure Taschen so allmählich mit Sand. Ja, ich kann ja mal kurz rausgehen. Dann könnt ihr euch ja mal meine Ausdauer angucken. Die müsst ihr jetzt gleich... Genau, die geht jetzt runter. Die Ausdauer geht runter. Und ja, da müsst ihr jetzt an der Seite immer mal stehen, dass man irgendwie ein Stückchen Sand und noch ein Stück Sand und noch ein Stück Sand. Und das geht ja jetzt 5 Minuten lang so. Und irgendwann hat man dann da, genau, hinzugefügt, einmal Sand. Hat man dann so viel Sand und sowas von gar keiner Ausdauer, dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Und deswegen gehen wir jetzt wieder rein. Und die kleine Kali will spazieren gehen. Diesen Wunsch können wir jedoch erfüllen. Kuscheln oder spazieren gehen ist überhaupt gar kein Thema. Das schaffen wir. Oh! Okay, 39. Wie weit ist sie jetzt? 37. Das könnte aber knapp werden. Naja, wir müssen sie insgesamt 3-mal imprinten. Das könnte verdammt knapp werden. Na, wir werden ja sehen.
Die hat übrigens doch nicht ganz zu 100% die Farbe vom Vater, weil wenn ihr uns das mal, also wenn wir uns das mal angucken, der Papa, der hat so leicht grünliche Streifen. Die kleine Kali, die hat aber so violette Streifen. Ich nehme mal an, die hat sie von der Mutter. Das ist bei der Mutter schwer zu sagen, weil diese Streifen auf dem Grau einfach nur wie dunkleres Grau aussehen, aber vermutlich ist es dann eben dieser violette Ton. Ziemlich, ziemlich cool. Ja, und wie gesagt, ne, sie ist im Level 1 mehr als die Mutter war. Die Mutter war 159, die ist jetzt 160 und hat halt, wie ich glaube, alle Werte besser bekommen. Ich bin mir bei der Ausdauer nicht so ganz sicher, weil ich glaube, die habe ich beim Diego schon gelevelt. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Es ist auf jeden Fall etwas mehr als die Mutter hat, deswegen dachte ich, es ist dann das vom Vater. Aber wie gesagt, der hat jetzt, also ich glaube, wie gesagt, ich habe den da gelevelt 768 und die hat ja 640. Also da kann ich auch jetzt nach dem Imprinten noch drauf gucken. Denn Ausdauer und Sauerstoff, das sind die einzigen beiden Werte, die sich nie ändern, wenn ihr die Tiere imprintet. Und bei Fliegern eben auch die Bewegungsgeschwindigkeit nicht. Der zweite Imprint, sie möchte kuscheln. Gucken wir mal, 78 haben wir, 76 hier. Also wenn wir wirklich, wirklich Glück haben, klappt das noch, ja? Jetzt will sie ja nur 25 Minuten. Ich habe schon wieder Sandsturm. Jetzt hatte ich insgesamt dreimal Sandsturm, vier oder fünfmal das Elektrogewitter, einmal Regen und keinmal Hitze. Also ja, der Phönix ist definitiv das seltenste Tier überhaupt, ne? Weil, also der ist ähnlich wie das Einhorn, spawnt halt nur ein einziger wilder Phönix auf der Map, genauso wie es nur ein einziges wildes Einhorn gibt. Das heißt, sobald ihr eins zähmt, gibt es wieder ein wildes. Der Unterschied ist aber, dass das Einhorn halt immer irgendwo da ist. Wenn es getötet wird, dann spawnt es halt irgendwo anders wieder neu oder eben gezähmt, während der Phönix ja nur bei diesem Event auftaucht. Das heißt, den gibt es halt nur 5 Minuten lang auf der Map, bis das Ereignis wieder auftritt. Ah, na gut, also ich denke, ich werde hier diese 25 Minuten noch abwarten und dann können wir vielleicht noch mal einen kleinen Ausritt mit der Katze machen und mal gucken, wie gut es letzten Endes geworden ist. Ja, ich würde sagen, sieht schlecht aus. 0,4% noch in 6 Minuten, jetzt noch 0,3. Also das werden wir nicht schaffen, die Kali voll zu imprinten. Leider, leider, leider. Dann wäre das wahrscheinlich eine richtig, richtig gute Katze geworden. Aber ich denke, sie ist jetzt auch so schon mal nicht schlecht. Sie ist auf jeden Fall deutlich besser, als die Eltern waren. Gucken wir uns mal kurz an, wie das aussieht, wenn er jetzt groß erwachsen wird. Wahrscheinlich macht er da auch nicht viel. Ja, das war es auch schon. Dann setzen wir ihr mal den Sattel auf und gucken uns das mal an. Also 1445 an Leben. Da hat sie auf jeden Fall nochmal 200 dazu bekommen. Was ist noch interessant? Traglast hat sie ein bisschen was dazu bekommen. Ja, insgesamt 50 fast. Naja, 45. Dann hat sie auf jeden Fall an Nahkampfschaden was dazu bekommen. Und zwar nochmal 40, fast 50. Und vor allem an Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, es ist jetzt also eine relativ schnelle Katze. Ja, im Gegensatz zu den anderen ist sie jetzt deutlich schneller. Hüpf! Juhu! Da sieht man es schon. Ich mache mir mal ganz kurz hier das Dingsbums an. Und das. Also in der Wüste geht es eigentlich, oder? Nachts? Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, also flotter ist er auf jeden Fall schon mal als die anderen. Das kann man schon mal sagen. Aber mal gucken, ob wir irgendwas finden. Ist hier irgendjemand, der getötet werden möchte? Hier kommen Mama mal die Dornenechse platt. 20. Jawohl, 2 Bisse. Nicht schlecht. Okay, jetzt habe ich nicht. Ich gebe dir erstmal 400 Nahkampfschaden und dann Leben, 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 Leben und ein bisschen Ausdauer. Und die 150 auf Speed möchte ich auf jeden Fall auch nochmal voll machen. Sonst noch irgendwo ein Lebewesen? Wie das aussieht, der schwingt jetzt ja immer so komisch hin und her mit so einer leichten Verzögerung. Ist auf jeden Fall auch neu. Ja, der kommt ja nicht hoch. Ich glaube, hier war irgendwo ein Morellatops. Da ist ein Jugbug. Nix für uns. Nee. Ist aber ganz schön trist hier in der Wüste. Ist ja kaum jemand da. Da ist doch der Morellatops. Ja, ist jetzt auch kein großer Widersacher, ne? Wenn die alleine sind, dann wehren die sich ja nicht. Nur wenn die zu mehreren unterwegs sind, dann wehren die sich auch. Na, der Boas töten wir natürlich nicht, das ist ja wohl mal ganz klar. Sehr schön. Sehr flott.
gefällt mir gut. Ich weiß, hier hinten ist ein Thylakoleo. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir das mit dem aufnehmen sollten. Und wenn wir es nämlich nicht schaffen, der ist ziemlich flott. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da wieder wegkommen. Andererseits, naja gut. Nee, ich weiß nicht, kann man den an irgendwas anderem ablenken? Was ist das da unten? Noch eine Dornechse? Hehehe. Krass. So. Jetzt haben wir die 400 an Dings voll. Da vorne ist der Thylakoleo. 400 Schaden. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Gucken wir erstmal kurz das Level von dem an. Ich glaube, da war 60. Das ist ein Stein. Habe ich nicht gerade einen Thylakoleo hier gesehen? Hä? Da ist er doch. Ja. Patsch. Fackel an. Na, wir können es ja mal probieren. Auf jeden Fall nur mit voller Ausdauer. Da kommt er auch schon. Wow, 146 Schaden machen wir. Und der ist jetzt schon blutig, wa? Also ich sehe zumindest schon Blut. Gut. Aber gut, wir sind ja auch im Level fast dreimal so hoch wie der. Also eigentlich sollten wir das ja auch schaffen. Jawohl. Das hat uns nicht mal ein Level abgebracht. Das ist ja ernüchternd. Ernüchternd. Weil, also ein Level hätte ich jetzt gern noch. Das gebe ich dem dann auf Speed. Und wie gesagt, dann alles andere erstmal auf Leben. Was ist das hier? Das ist auch noch ein Thylakoleo. War das der schöne weiße? Halt. Das war auf jeden Fall kein hohes Level, glaube ich. Nochmal. 8. Kein Problem. Wenn wir 60 schaffen, schaffen wir ja wohl 8 erst recht. Hier in der Nähe war nämlich irgendwo einer, der war weiß. Der war richtig schön. Huch, jetzt sind wir hier irgendwo im Boden geglitscht. Das ist ja eklig. Igitt. So, Schlange. Auch Platz gemacht. Gehen wir dem nochmal eins auf Leben. Wie der da immer buckelt. Sehr schön. Ja, cool. Dann mache ich mich jetzt erstmal wieder auf dem Rückweg. Und ich würde sagen, wir haben hier eine ganz schöne Katze bekommen. Ja, doch. Bin sehr zufrieden. Ist auch hübsch flott. Habe ich dir das jetzt auf Speed gegeben? Habe ich natürlich nicht, oder? Ja, ja, so bin ich. Vergessen. Ja, reite ich mit dir nochmal nach Hause und dann ist an der Stelle das Video aber auch wieder zu Ende. Ah, da vorne ist noch ein Skorpion. Den nehmen wir auch noch mit. Und noch ein Skorpion. Oder was ist das? Ja, doch, noch ein Skorpion. Und noch ein Skorpion. Meine Güte. Guten Tag. Und noch eine Dornechse. Ja, ich nehme, was ich kriegen kann. Na? Wo willst du denn hin? Ne, bis nach da unten folge ich dir jetzt nicht. Das ist mir jetzt zu weit. Da komme ich nicht wieder zurück. Oh, der hat aber ein bisschen mehr ein Level, oder? 72. Aber lange haben wir auch nicht gebraucht. So, jetzt aber. 150 Speed voll. Sehr gut. Ja, und der Rest... Oh, da kommt ein roter Drop runter. Der Rest geht dann eben aufs Leben. Na, wollen wir mal schnell wieder nach Hause. Deine Eltern machen sich schon Sorgen, dass du so spät noch unterwegs bist. Ja, das ist schon geil. Die kriegen echt fast gar keinen Fallschaden mehr. Das ist wirklich richtig nett. Richtig gut. Ah, der Rote ist mir jetzt zu weit weg. Da muss ich wahrscheinlich an viel zu vielen Mikroraptoren vorbei. Ich habe tatsächlich auch einen Flammenwerfer gefunden, beziehungsweise einen Blueprint dafür. Der richtige Flammenwerfer wäre mir natürlich lieber, weil dann kann ich mir die Ressourcen nämlich sparen. Aber das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, es ist sogar ein überragender, den ich gefunden habe. Ich habe insgesamt jetzt schon 3 Baupläne. Einen grünen, einen blauen und eben den türkisfarbenen, was ja früher mal rot war. Jetzt ist ja türkis das Beste. Ah, da wird es auch schon wieder hell. Sehr schön. Kann man mal irgendwo demonstrieren, wie wenig Schaden der bekommt? Ich glaube, das ist dann doch wieder zu viel da nach unten. Ich würde euch das natürlich sehr gerne mal zeigen. Hep. Also erstmal springt der enorm weit. Habt ihr das gesehen? Von der Klippe da hinten
bis hierher keinen Fallschaden bekommen. Richtig cool. Jetzt können wir, glaube ich, langsam unsere Fackel wieder ausmachen. Und dann hüpfen wir hier nochmal in unsere Heimatbase. Geht das? Yay! Und da sind wir wieder zu Hause angekommen. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Also ich finde trotzdem, dass die Streifen von der hier wesentlich lilaner aussehen als bei der Mutter. Aber es ist ja angeblich kein Mutant. Ja, wunderbar. Da haben wir jetzt zumindest, was die Säbelzahnkatzen geht, ja wohl auch ausgedient. Ja, mehr brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Und ich würde sagen, dass an dieser Stelle die Folge auch wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir sehr gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Pure Ark. Bis dann. Ciao, ciao.